Liebeskummer ist das schlimmste Gefühl auf der Welt, egal ob eine langjährige Beziehung zerbrochen ist oder deine Liebe nicht erwidert wird. Wir haben ein paar Tipps, die dich vom Selbstmord retten. Du hast gerade einen geliebten Menschen verloren, vermisst ihn fürchterlich und hast das Gefühl, dass nichts mehr im Leben einen Sinn macht? Diese Trauer musst du zulassen, auch wenn es unangenehm ist. Heul dich aus, sei traurig, sag alles ab, vermisse den oder die Ex oder hasse sie und suhle dich in Selbstmitleid. Wie lange sowas anhält, ist von Person zu Person unterschiedlich, aber eins ist sicher, du wirst nicht drum herum kommen. Freunde und Familie sind jetzt das Wichtigste. Schäme dich nicht, mit deinen Freunden über deine Trauer zu reden. Liebeskummer kennt jeder. Ich zwar nicht, aber ist ja egal. Reden hilft dir und deine Freunde werden dich aufmuntern und du wirst merken, dass du nicht alleine bist, auch wenn du dich jetzt furchtbar alleine fühlst. Aber übertreib's nicht. Wenn du deine Freunde über Monate lang nur voll heulst, werden sie irgendwann die Schnauze voll haben. Niemand mag Leute, die in Selbstmitleid ertrinken und schlechte Laune verbreiten. Wenn du niemanden zum Reden hast, dann schreibe deine Gefühle auf, um sie loszuwerden. Oder schreibe einen Brief an deinen Ex-Partner, in dem du Klartext redest und alles ungefiltert rauslässt. Diesen musst du ja nicht abschicken, sondern kannst ihn zum Beispiel in einer Zeremonie verbrennen, um dich symbolisch von den Gefühlen zu trennen. Wenn dir das Schreiben nicht liegt, kannst du die Trennung auch anders verarbeiten. Schreibe einen Song darüber oder male ein Bild. Das hilft dir, Ordnung in Gedanken und Gefühlen zu bekommen. Tu dir was Gutes, egal ob ein Kurzurlaub, eine Shoppingtour mit deinen Freundinnen oder ein geiles argentinisches Rinderfilet im Steakhouse. Diese Dinge werden dich ablenken und dein Selbstwertgefühl aufpolieren. Gerade wenn du verlassen wirst, solltest du diesen Punkt beachten, damit dein Selbstbewusstsein nicht unter der Trennung leidet. Vergiss bei all der Gönnung aber nicht, dich vernünftig zu ernähren. Spar dir das Frustfressen. Wenn du dir nur Süßigkeiten und Tiefkühlpizza reinballerst, dann geht es dir hinterher noch schlechter und am Ende bist du so fett, dass dich dann auch niemand anderes mehr will. Baller mir jetzt ganz viel Pizza rein. Wenn du vor Liebeskummer gar keinen Appetit hast, dann ist wenigstens ab und zu mal ein bisschen Obst, damit du ein paar Vitamine bekommst. Wenn deine Trennung gerade frisch ist, dann sollst du den Kontakt erstmal abbrechen, damit du dich emotional distanzieren kannst. Blende News über die Person bei Facebook und Co. aus, damit du dich ständig an sie erinnert wirst. Meide Orte, an denen du die Person treffen könntest. Falls du dich nicht zurückhalten kannst, Kontakt zum Ex-Partner zu suchen, dann lösche im Zweifelsfall seine Nummer oder lösche ihn auf Facebook und Co. Wenn dein ehemaliger Partner die ganze Zeit den Kontakt zu dir sucht, dann blockiere ihn. Wenn du irgendwann über die Person hinaus bist, dann könnt ihr immer noch Freunde werden. Genau wie du deinen Ex-Partner meiden solltest, solltest du auch Dinge meiden, die dich an ihn oder sie erinnern. Lösche alte Nachrichten oder Fotos von deinem Handy oder archiviere sie irgendwo und schmeiß alles weg, was du noch von der Person hast. Oder pack es in eine Kiste und verstau es irgendwo. Wenn du dauernd an die Beziehung erinnert wirst, wirst du ebenfalls keine Distanz dazu aufbauen können. Gerade wenn man verlassen wurde, schlägt Liebe oft in Hass um. Dann ist es ganz wichtig, deine Wut auch rauszulassen. Halte ein Kissen vor die Wand und schlage dagegen oder geh an einen einsamen Ort und schreie so laut du kannst. Auch Bewegung ist gut geeignet, um Wut rauszulassen. Laufe dir deinen Frust von der Seele oder tanze am Wochenende im Club so richtig asozial ab. Du kennst doch sicher diese Leute, die eine Woche nach dem Ende der Beziehung einen neuen Partner haben, der genauso aussieht und sich genauso verhält wie der letzte. Bevor du dich in eine neue Beziehung stürzt, solltest du aber erstmal deine alte hinter dir gelassen haben. Alles andere endet mit Sicherheit nur in noch mehr schlechten Gefühlen. Finger weg von den Drogen, wenn du deine Beziehung verarbeitest. Natürlich kannst du dich mit deinem besten Kumpel erstmal so richtig schön besaufen, wenn deine Freundin gerade mit dir Schluss gemacht hat. Aber das sollte nicht zur Gewohnheit werden. Wenn du deine Gefühle mit Alkohol ertrinkst oder sie mit Gras oder chemischen Drogen betäubst, dann führt das nur zu noch schlimmeren Problemen. Du musst die Trauer und das Vermissen aushalten, um sie dauerhaft loszuwerden. Akzeptiere das Gefühl und halte dir vor Augen, dass dein Liebeskummer irgendwann vorbeigehen wird, auch wenn es dir gerade unmöglich erscheint. Wenn du keinen Liebeskummer hast, dann guck dir doch mal unsere Tipps an, wie man am besten Schluss macht. Dann hast du definitiv Liebeskummer und kannst dir dieses Video nochmal anschauen. Yay! Und viel Spaß beim neuen Verlieben, wenn ihr fertig getrauert habt. Das ist immer das Schönste. Oder versöhnt euch. Ja, Versöhnungsex.